Wir wollten sichtbar machen, dass es um die Grundgesetze geht, dass es um einen Konflikt mit dem Grundgesetz geht. Und haben gesagt, das Grundgesetz kann man hier sehen. Und wie man sieht, sieht das Grundgesetz hier sehr transparent aus. Man kann durchgucken. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, da habe ich mir so schwarzen Marmor vorgestellt mit goldenen Lettern oder irgendwo was, ne? Als sei das Grundgesetz buchstäblich in Stein gemeißelt. Und jetzt sieht das ganz anders aus. Ich finde das eigentlich auch besser, weil man sehen kann, wie empfindlich das Grundgesetz ist, wie das geschützt werden muss. Das ist ganz transparent hier dargestellt. Man kann auch durchgucken, man kann sehen, was auf der anderen Seite ist. Man kann sehen, wie das aussieht, wenn es kein Grundgesetz gibt. Hier sieht man eine grüne Wiese und praktisch blühende Landschaften. Das halte ich nicht für ganz richtig. Ich glaube, ohne Grundgesetz, da würde das ganz anders aussehen, als das, was man hier sieht, ne? Sondern wahrscheinlich Wüste und Leer, da würde Sand hingehören und Kiesel und Grau und sowas. Und wir möchten gerne, und das Grundgesetz hat es auch nötig, wir möchten heute das Grundgesetz verteidigen gegen, gegen das Sanktionssystem Hartz IV, gegen alle Kürzungen des Existenzminimums und gegen alle Übergriffe. Dankeschön. Ich möchte vor allen Dingen Ralf Göß unterstützen, einfach möchte das nach außen tragen und kommunizieren, weil Leute, die Sanktionen haben und die hungern, die gibt es wie Sand am Meer, ne? Und das nutzt gar nichts, wenn niemand das erklärt. Und das ist, darum geht es heute. Das hat sich ja Ralf Groß im Grunde in so eine Situation gebracht, absichtlich, weil wir hätten ihn eigentlich gelassen. Ja. Das fand ich schon mal sehr spannend, dass sie also im Grunde ein bedingtes Grundeinkommen anerkennen, nur eben seine Forderung nach bedingungslosem Grundeinkommen nicht. Ja, das ist richtig. Ich denke, Ralf hat deswegen unter anderem auch keine Sanktion bekommen, weil er ja offen kommuniziert hat, er braucht unbedingt eine, um dieses System vor das Verfassungsgericht zu bringen. Und damit ist es dann eben schwer. Dann sagen sie ja, LG-Badge, dann kriegst du keine Sanktion. Andere Leute, die gehen einmal nicht zum Meldetermin, zack, haben sie eine Sanktion. Und dann kommt es sofort die nächste Einladung im Briefkasten. Dann wird noch eine IGV und Verwaltungsakt hinterhergeschoben, ohne dass man überhaupt irgendwas tut. Ne? Und sobald der Verwaltungsakt da ist, dann kann man jede Pflicht, die man da reingeschrieben hat und die derjenige vielleicht nicht erfüllt, sofort sanktionieren, zack, zack, zack. Und dann ist man in wenigen Monaten aus dem Leistungsbezug völlig rausgedrängt, ne? Wenn man nicht immer hinterher ist, immer zu den Vorladungen hingeht, zu den Terminen hingeht, die Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung entweder erfüllt oder schriftlich genau begründet, warum man das nicht gemacht hat und das auch nicht und so weiter. Und aber je weniger die Leute da hinterherkommen, diese ganzen Dinge zu erfüllen, desto weniger sind sie wahrscheinlich auch in der Lage, Widerstand zu leisten und dieses System vor das Verfassungsgericht zu bringen. Das heißt, die Leute, die wahrscheinlich sich wehren, die wahrscheinlich richtig öffentlich Zoff machen und so weiter, sind immer die Letzten, die sanktioniert werden. Und das ist auch etwas, was Ralf uns vorführt, wie lange das im Einzelfall dauern kann. Denn das konnte man ja über 2 Jahre lang beobachten und mitverfolgen. Du musst ja auch füttern, dann mach doch was für uns. Ist ja kein Problem. Es ist ja nur sehr, sehr schwierig, dafür eine Gelegenheit zu bekommen. Für die meisten, Ralf kriegt das super hin, ne? Der arbeitet 60 Stunden die Woche, der macht was für die Gesellschaft. Nur er macht das, was er selber für richtig hält und nicht irgendjemand anders. Ich kann ja auch mir irgendwo bei irgendeiner Organisation ein Ehrenamt suchen und dann beantragen die eine Wuffi-Stelle und dann geht das schon auch mit dem Jobcenter, aber die wollen eben, dass jemand nicht anders. Man darf ja eben eigentlich keine Vollzeit ehrenamtliche Stelle annehmen. Doch, zum Beispiel beim Bundesfreiwilligendienst oder sowas, da geht das schon. Aber Hauptsache ist, jemand anders verfügt dort über deine Arbeitskraft, ob ehrenamtlich oder nicht, ist egal. Ich meine, ein Eurojob ist auch quasi ehrenamtlich. Ne? Und das ist eben, das ist fremdbestimmt, ne? Und das, was Ralf macht, ist selbstbestimmt. Das ist der Unterschied. Also das wäre sozusagen, die Idee wäre, dass jemand, der arbeitslos ist, auch selbstbestimmt wählen kann und sagen kann, ich will das und das tun. Mache das 6 Stunden am Tag oder sowas?
zum Beispiel, ich will das und das tun. Zum Beispiel auch, ich kann das und das am besten. Ne? Ich habe vielleicht keine formale Qualifikation. Ja? Ich kann gut quatschen, ich habe aber nichts studiert. Ne? Niemand stellt mich ein, um mich hier hinzustellen und zu quatschen. Gibt's nicht. Ne? Und beim Jobcenter müsste, wenn das Jobcenter das wirklich alles so nachverfolgen wollte im Auftrage der Steuerzahler, dann müssten die ja dafür erst einmal die Zeit haben und zweitens dafür qualifiziert sein, bei jedem Einzelnen zu beurteilen, dein Ehrenamt ist jetzt allgemein gemeinnützig, deins nicht, deins schon. Ne? Und das würde dann auch Richtung zu so einer Zensur gehen und also das kann ich nicht befürworten. Das muss man eigentlich schon dem einzelnen Erwerbslosen dann überlassen.